Herzlich willkommen zu SAK TV Markt. Die Tour de France 2017 findet mit Hans Grohe statt, denn das Schwarzwälder Unternehmen wird neben Bora als zweite namhafte Marke das Trikot des Teams aus dem bayerischen Raubling zieren. Der Teamname wird damit Bora Hans Grohe lauten. Die Hans Grohe Group betreibt bereits seit vielen Jahren Sportsponsoring und setzt sich für zahlreiche Athletinnen und Athleten regional ein. Nun werden diese Aktivitäten im künftigen Radteam Bora Hans Grohe gebündelt. Ziel des Engagements ist die Steigerung der Markenbekanntheit. Wir sehen darin eine weitere Möglichkeit, mit unserer Zielgruppe weltweit in Kontakt zu treten, kommentiert Thorsten Klapproth, Vorsitzender des Vorstands der Hans Grohe SE, dieses Engagement. Mit den ersten Trainings hat Mitsubishi Electric sein neues Schulungszentrum am Standort in Ratingen in Betrieb genommen. Auf rund 1000 Quadratmeter Fläche sind hier zwei separate Schulungsräume zu den Themen Klimatisierung und Lüftung sowie Wärmepumpen mit Showrooms aller Produkte in realen Installationssituationen untergebracht. Durch den neu und deutlichen Ausbau der Trainingsräume wird das Schulungsangebot erweitert. Bei den Trainingseinheiten kann durch die Aufgliederung der Räume und ihre besondere Struktur ein neues Konzept umgesetzt werden. Die Trainings sind in kurze, abgeschlossene Themenkomplexe aufgeteilt. Nach einer theoretischen Einheit gehen die Trainingsteilnehmer zu den Produkten und setzen das Gelernte um. Interessenten können sich per E-Mail unter der eingeblendeten Adresse anmelden. BWT geht nicht nur bei sportlichen Großevents wie der Deutschen Tourenwagen Masters an den Start, auch lokal ist das Unternehmen immer wieder als Sponsor aktiv, so etwa als einer der Hauptsponsoren beim 6. Kölner Leselauf. Dabei geht es nicht allein um den sportlichen Erfolg, im Vordergrund steht das Engagement für Kinder. BWT hat als einer der Hauptsponsoren alle Kosten dieser Benefizveranstaltung übernommen. Zudem erhielten die Läufer zusammen mit ihrer Startnummer von BWT einen Turnbeutel mit Trinkflasche und Trinkbooklets für den BWT Magnesium Mineralizer. Nach Kundenbefragung und grundlegender Überarbeitung seiner Homepage präsentiert Kermi seine neue Website im aktuellen modernen Design mit nochmals verbessertem Bedienkomfort und optimierten Informationsabruf. Endkunden finden in einfacher und kompakter Form ausführliche Informationen zu Einsatzbereichen, Vorteilen und Funktionsweise jedes einzelnen Produkts bis hin zu entsprechenden Fördermöglichkeiten durch die öffentliche Hand. Für registrierte Fachpartner steht ein Login-Bereich mit allen wichtigen, kompakt zusammengefassten Informationen zur Verfügung. Um den wachsenden Ansprüchen von Verbrauchern, Fachhandwerk und Industrie gerecht zu werden, bietet Sanha einen umfassenden Service. Ein zentraler Baustein ist der Sanha Planungsservice. Mit dem Planungsservice bietet Sanha seinen Kunden eine Dienstleistung seit 2 Jahren an, die in der Zwischenzeit von den Kunden sehr gerne angenommen wird. Wir unterstützen die Kunden im Planungsservice bei der Auslegung und Planung von Heizung und Sanitäranlagen, natürlich mit den Sanha-Produkten. Wir wollen mit dem Planungsservice um Gottes Willen weder den Ingenieurbüros noch den planenden Verarbeitern irgendeine Konkurrenz machen. Wir wollen tatsächlich unterstützen. Wenn ein Planungsbüro, ein ausführendes Unternehmen planerisch, technisch an Kapazitätsgrenzen stößt, dann sind wir von Sanha da und unterstützen mit unserem Planungsservice. Von der Auslegung der Heizungsanlagen, Berechnung der Heizlast, Auslegung Heizkörper und natürlich Rohrleitungssystemen bis hin zu Trinkwasseranlagen für Hotels und auch in Industrieunternehmen bietet unser Planungsservice alle möglichen Hilfestellungen an. Die Kunden schätzen vor allen Dingen den Praxisbezug, auf den wir in der Planung sehr großen Wert legen. Das war SAK TV Markt für diese Woche. Schalten Sie auch morgen zu unseren Nachrichten ein. Bis dahin, tschüss!